Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Starfield. So, wir haben ja in der letzten Folge haben wir hier diesen Ort gefunden, wo alte Persönlichkeiten rumhängen, wie Genghis Khan, oder? In Crucible wird man nur alt, wenn man klug ist. FDR ist der Klügste unter uns. In Roosevelt. Hallo? Du kennst also die anderen Gesellschaften. Ich gebe zu, ich bin neugierig, was ein Fremdling von ihnen hält und von ihren Positionen. Du dürftest die erste neutrale Partei sein, der wir jemals begegnet sind. Versucht man hier sozusagen, das, also die Erde zu simulieren, ne? Also natürlich Amerika, Asien. Und wen hatten wir noch? Ägypten, das passt irgendwie nicht. Vielleicht Mittlerer Osten? Keine Ahnung. Nur eine Vermutung. Aber eine Essenz? Ich meine, klar, okay, vielleicht Roosevelt, ja, würde ich noch durchgehen lassen, aber Genghis Khan, die andere Dame, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Also sie vielleicht noch okay aus den Grabbeigaben, bei was halt bei Pharaonen so üblich ist, aber Genghis Khan? Eine große Person reicht nicht aus, um Großes zu erreichen. Ihre Eigenschaften müssen zu den Umständen passen. Ich fürchte, wir würden wahrscheinlich nichts als Chaos anrichten. Die Anlage hat einige der verbohrtesten und gefährlichsten Figuren der Geschichte versammelt. Sie hat ihnen gesagt, sie sollten ein goldenes Zeitalter einläuten, mit welchen Mitteln auch immer. Uns alle freizulassen, ganz oder teilweise, wäre eine Katastrophe. Wir können uns ja kaum selbst anführen. Warum denn aber weitermachen? Ja, ich meine, Genghis Khan ist ein Krieger. Seine Mentalität ist auch auf Krieg auf jeden Fall. Und sie, deren Namen ich weder aussprechen kann, noch mir richtig gemerkt habe, sie hat das zwar so durchschaut, ja, aber sie würde sich wahrscheinlich zu einer großen Gottheit aufspielen wollen. Eine schwierige Frage. Ich muss zugeben, Emilia Earhart's Fall lässt mich manchmal nicht schlafen. Eine strengere Regel wäre sicherer. Aber mit ein paar Ausnahmen könnte ich wohl durchaus leben. Aber niemand aus den anderen Gesellschaften. Die sind alle auf ihre Weise gefährlich. Weiß ich nicht, also wenn man ausgewählte Personen in die Welten rauslässt, könnten sie was Gutes damit bewirken. Ne? Oder auch da, wo jetzt nun mal ein Krieger vonnöten wäre, da schickt man dann auch den jeweiligen Krieger hin. Ne? Also man könnte so dafür sorgen, dass immer da die richtigen Leute sind. Die richtige Bildung. Also es geht weniger um die Klone selber, sondern eher um ihre Art und Weise, ihre Bildung und wie sie sich verhalten. Gerne. Die Anlage verfällt augenscheinlich. Es wäre unhaltbar und unklug, wenn wir sie reparieren und den Status quo beibehalten. Unsere Gemeinschaft muss von den Maschinen entwöhnt werden. Sie muss lernen, sich selbst zu verwalten. Sie muss Familien gründen dürfen, damit wir unser Wissen weitergeben können. Und wir müssen sterben dürfen, wenn unsere Zeit kommt. Eines Tages werden wir zu den Sternen fliegen können. Da sind wir aber noch nicht. Das klingt vernünftig. Roboter im Prinzip ausschalten und gucken, dass sie selber klarkommen. Ja, wobei es an Versuchen nicht gemangelt hat. Sind wir wirklich menschlich?
Wir haben keine Zukunft, nur eine Vergangenheit. Genghis kann ziemlich überzeugend sein, aber er ist ein Dummkopf. Wir sind gewissermaßen eine Abscheulichkeit. Ein Projekt mit unbekannten Zielen und ungewissem Ausgang. Wenn wir menschlich und selbstständig sind, sollten wir uns auch den besiegelten Systemen anschließen dürfen. Ja. Bin versehentlich draufgekommen. Aber wie wollt ihr denn euer Wissen weitergeben, wenn ihr keine Kinder kriegen könnt? Ich bitte dich, hör zu, sieh hin und denk nach. Wer sind diese Leute und was würden sie tun? Ich hoffe für uns alle, dass du ein Einsehen haben wirst. Ja, ich habe Zeit. Schön. Mein Verhältnis zu meinem Namensvetter ist ambivalent. Er war ein großartiger, aber auch mit Makeln behafteter Mensch. Einerseits hat er das Land durch die Depression und den Krieg geführt. Er hat darum gekämpft, das Leben der Armen und Benachteiligten zu verbessern. Andererseits war er ein untreuer Ehemann und als Kollege war er ein Vollblutpolitiker, was manchmal gut ist, oft geschmacklos. Er war ein wahrhaft großer Mann und ich bin stolz, von ihm abzustammen. Wir wissen es nicht, aber ich habe eine Theorie. Die Anlage ist schon Zeit meines Lebens unzuverlässig. Ich nehme an, dass sie historische Persönlichkeiten sind, jedoch ohne richtige Bildung. Wer weiß, wie Julius Caesar wirklich aussah? Auch eine modernere Berühmtheit, von der wir nicht einmal wissen. Aber wer sie auch sind, sie sind so klug und ebenso fähig wie die, die ihre Identität kennen. Wir sind in allen Aspekten unserer Gesellschaft auf unnatürliche Weise von der Anlage abhängig. Die Pragmatiker wollen, dass wir die Macht selbst übernehmen. Wir bewirtschaften, arbeiten und regieren selbst. Wenn wir gezeigt haben, dass wir uns selbst gut regieren können, können wir vielleicht versuchen, auch die besiedelten Systeme anzuführen. Tun wir das jedoch zu früh, gibt es eine Katastrophe. Auf Wiedersehen. Roosevelt ist der Einzige, der sich für uns als Menschen interessiert. Schön. Die Pragmatiker sind die Einzigen, die müssen als das sehen, was es ist. Nicht hier. Hier ist es zu gefährlich. Es geht um Roosevelt. Du musst etwas über ihn wissen. Danke. Es gibt eine, naja, eine Höhle vor der Stadt. Dort kann uns niemand belauschen. Komm bitte. So schnell es geht. Idealerweise, bevor du zur Anlage gehst. Ich hoffe es. Wir treffen uns in der Höhle. Hätt's nicht auch einfach ein grünes Feld getan? Entschuldigung. Soll ich dafür wegfliegen oder was jetzt? Vielleicht folge ich ihm einfach.
Da bin ich. Nicht hier, in der Höhle. Keine Ahnung, wo man in einer Höhle weniger will. Du bist gekommen. Ich darf nichts riskieren. Diese Klone sind psychotisch, verrückt. Wenn sie erfahren, tut mir leid. Ich kann es nicht riskieren. Es tut mir leid. So verdammt leid. Ich bin nicht Wyatt Earp. Ich wünschte, ich wäre es. Ich wurde von einem Monster geklont. Amerikas erstem Serienmörder, H.H. Holmes. Ich wusste es. Ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung. Red weiter. Er war ein Wahnsinniger zur Erdzeit um 1890. Er besaß ein Hotel. Dorthin lockte er seine Opfer. In sein verrücktes Hotel mit grauenhaften Zimmern. Aber ich bin nicht er. Du musst mir glauben. Ich will das nicht tun. Nichts davon. Du würdest in der Anlage sicher herausfinden, wer ich bin. Und wenn du es diesen blutrünstigen Wahnsinnigen sagst, töten sie mich. Und das würde ewig so gehen. Jedes Mal, wenn mein neuer Klon erscheint. Folter, Tod, die reine Hölle. Ich fürchte, es heißt du oder ich. Ich werde dich töten. Absolut nicht. Neben Ada und vielleicht Amelia bist du der netteste Mensch, den ich kenne. Aber die anderen Klone würden mich zerfleischen. Verstehst du nicht? Sie sind die Monster. Ich will doch einfach nicht so gefoltert werden. Bitte, bitte vergib mir. Ich sehe einfach keinen Ausweg. Wyatt Earp war ein Held. Vielleicht kann ich. Wie denn? Es liegt doch in meiner DNA, oder nicht? Ich will nicht sterben. Wenn du dich irrst, es geht um so viel. Ich will das nicht tun. Auf Wiedersehen. Für uns beide. Ach Mann. Ja, das hat's voll gesagt. Ach Mann. Ich würde gerne mal wieder mit dir reden. Hey, Captain. Wer ist denn jetzt der Richtige? Es tut mir gut. Tagsüber mit dir die Galaxie erkunden, abends die mysteriösen Probleme meines längst verstorbenen Mannes ergründen. Bin vollkommen deiner Meinung. Wenn ich daran denke, wie oft ich Vasco mein Herz ausgeschüttet habe. Ich habe ihm alles über Irwin erzählt. Da zeigte er mir zur Hilfe ein Trauerdiagramm. Er hatte wirklich gehofft, mir mit dieser Visualisierung zu helfen. Warum nicht? Es gibt deutlich weniger sensible Menschen. Für die meisten Gespräche reicht Vasco völlig aus. Mit ihm gelangt man gut ans Ziel. Er ist ein erstklassiger Co-Pilot. Ich würde ihn jedem empfehlen. Jedenfalls bin ich froh, dass du gerade hier bist, weil es Neuigkeiten zu Irwins Fall gibt. Mein Kontakt hat sich gemeldet. Sieht so aus, als hätte die Hephaestus Mining Corporation den Richter bestochen. Und das ist nicht alles. Mein Kontakt hat sich echt eingesetzt.
Tatsächlich wurde der Zeuge so lange bedroht, bis er einen Rückzieher machte. Und dank unseres Kontakts haben wir die Belege dafür. Na, mein Kontakt hat ihn. Ich vertraue ihm. Wir waren schon mal ein Team. Außerdem weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen will. Die Überweisungen. Am Tag vor dem Urteil erhielt der Richter einen ganz bestimmten Betrag. Stimmt schon. Ist interessant. Aber nicht genug für einen Anwalt. Ich kenne einen Cyberrunner, der sich mit Firmenarchiven auskennt. Bevor wir zu einem Anwalt gehen, kann er sich da reinhacken. Wenn wir was draufzahlen, kann er illegal an die Daten gelangen. Ist aber auch riskanter. Ich kümmere mich um alle Kosten, die diesen Betrag übersteigen. Je nachdem, was dabei herauskommt, sollten wir einen Anwalt hinzuziehen. Ich werde einen besorgen. Wird nicht so leicht, es mit Hephaestus aufzunehmen. Und das sage ich als der mit den Superkräften. Warum habe ich nicht irgendwas Sinnvolleres bekommen, wie die Kraft des Kreuzverhörs? Wäre vor Gericht sicher nützlich. Einspruch, euer Ehren. Ich denke, wir überlassen das dem Profi in Gagarin. Und gewonnen. Oh, dann wäre ich ein guter Anwalt. Hab mich wohl in einem Paradoxon verfangen. Wie auch immer, vertreiben wir uns die Zeit, bis der Cyberrunner sich meldet. Ja, vertreiben wir sie uns. Mit Morden. Wo geht's raus? Ich hätte ihn nicht getötet, möchte ich dazu sagen. Ich hätte ihn lieber am Leben gelassen. Ich meine, ja, wird... Ist ja nicht schlimm. Ich meine, solange er selbst nicht mordet, ist doch alles gut. Tja. Soll ich jetzt fliegen? Waren gefühlt ewig unterwegs. Ach so. Deswegen soll ich fliegen. Hier wird also geklont oder ist hier nur ein Archiv?
irgendwas hört mich, glaube ich. Oh, das Zeug kommt mir bekannt vor. Sehr fies. Wieso ist ein Trinkpäckchen bei Splitterminen? Okay, Jengis scheint auf jeden Fall ein bisschen durch zu sein. Wer hätte gedacht, dass ich sowas jemals sage? Jengis Khan ist ein bisschen durch. Bill Hickok. Aha. Bill Hickok ist nicht der, für den er sich ausgibt. Da sind die Dinger vermutlich reingekommen. Sie haben sie vermutlich immer lauter und lauter kratzen sollen. Madenschlund, uah, allein der Name. Ich habe übrigens einen neuen Skillpunkt. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Der wäre sinnvoll. Brauche aber noch ein paar Graph-Sprünge.
Ja, sowas wäre immer ganz toll, aber einschüchtern, Isolation, Verhandlungsgeschick, Dieb, Täuschung. Ich würde eher hier gerne etwas mehr machen. Gerade sowas wie Waffentechnik würde mich ja stark interessieren. Mann, spring doch. What the fuck? Super Leistung. Welcher Idiot war das? Nicht so. Nein. No! Geh weg, geh weg, geh weg! Oh mein Gott! Ein Hit und ich bin tot. Wie war das noch? Ich brauche eine Herausforderung. Danke, Spiel. Oh Mann. Ich habe gerade überhaupt nicht die Hände auf meiner Tastatur gehabt. Warum hat er geschossen? Jetzt muss ich auch noch überall wieder durch. Die Speicherpunkte hier sind echt kacke. Habe ich meine Spezialmunition und Waffe, was wir sagen. Was haben wir noch? Auch gut. Okay. So, das haben wir ja alles schon gelesen. Also wenn ich jetzt nochmal level, dann würde ich vielleicht doch was anderes skillen im Angesicht so eines Feindes, wenn ich auch nicht genau weiß, was eigentlich. Da war nichts Interessantes drin, oder? Was hier auch für Kreaturen leben. Sie haben es recht gemütlich. Tja dann, wenn du das gemütlich findest. So. Snail Spice Home. Was haben wir denn so für Waffen noch? Ich muss ja irgendwie gegen den ankommen. Ich werde wahrscheinlich meine Spezialwaffe nehmen. Meine Notfallwaffe. Der... Die braucht irgendwie einen coolen Namen, glaube ich. Oh, die... Scheiße. Du bist ein Sammelroboter. Ich könnte das ewig machen.
Selbstbedienung. So. Was für ein Perk könnte denn jetzt interessant sein gegen diesen Feind? Zoologie? Nee, ich glaube das nicht. Das hier ist in erster Linie Schiff. Ja, eigentlich müsste es Waffen sein, ne? Ballistische Waffen. Ich weiß aber nicht. Kann ich das irgendwie herausfinden, unter was die eine Waffe, die ich habe, fällt? Revenant. Unter was fällst du? Sie muss ballistisch sein, oder? Munition Kaliber 50 mi. Wahrscheinlich ist es nicht MI, sondern MM. Kaliber 50 mm. Oder doch hier. Hilft mir aber auch nicht wirklich. Array. Was ist mit mehr Leben? Mehr Leben geht immer. Wieso kriegen die immer so einen Herzinfarkt? Oh, nein. Die Strahle kreuzen. Oh Scheiße, es kommt hier runter. Easy, ne? Hab ich keine XP dafür bekommen? Eigentlich. Soll ich nicht fähig? Ja,
Überbrückungscode. Dafür brauchst du keinen Code, alles klar. Hm, seltsam. Okay, den Code habe ich halt nicht, ne? Gerade? Keine Ahnung. Oh toll, Musik hat schon wieder aufgehört. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, ich glaube, der Server... Ach, Server sehe ich schon. Hat wieder so ein bisschen Probleme. Hm. Ada hier wohl irgendwas treibt? Ich bin ihr nie begegnet, aber ihr Name ist in Forscherkreisen natürlich bekannt. Ada Wong? Als erstes zu Roosevelt. Hallo. Amani Arenas ist eigenartig. Was? Warte. Den Namen kenne ich doch. Er war berüchtigt. Ich habe seit Jahren mit Wyatt gearbeitet. Was? Was ist mit ihm passiert? Er muss verzweifelt gewesen sein, etwas so Absurdes zu versuchen. Man weiß wohl nie wirklich, was in anderer Leute Köpfe los ist. Ich sage den anderen einfach, dass Wyatt einen tödlichen Unfall hatte. Erwähnen wir es am besten nicht mehr. Sehr gut. Diese Leute wurden verletzt. Sie brauchen Heilung. Sie müssen lernen zu überleben und sich in unsere Welt zu integrieren. Das erfordert Zeit, Geduld und jemanden, der sich wirklich um sie kümmert. Mal sehen. Hm. Es ist enorm beruhigend, selbst dieses bisschen über unsere Vergangenheit zu erfahren. Klingt, als wäre die Anlage zerstört. Aber vielleicht ist der gesperrte Bereich intakt. Denk nur an die Antworten, die er enthält, und vielleicht die Möglichkeit, unabhängig zu werden. Aber es gibt hier keinen Überbrückungscode. Davon würde ich wissen. Dass Crucible gar nicht unser Zuhause ist. Und Genghis Khan hat es zerstört. Ich habe immer wieder gesagt, dass die Abtrünnigen noch unser aller Tod sein werden. Und das waren sie schon einmal.
Ich weiß nur, dass wir uns trotz der Versuche der Anlage nicht entwickelt haben. Das Schwesterschiff der Galatea. Ja, wenn man es finden kann. Sie hatten die Möglichkeit, sich ins Zentrum der Anlage zu begeben. Wenn jemand eine Idee hat, wie man die Beagle finden kann, dann Ada Lovelace. Ich funke sie an und erkläre ihr die Situation. Sie wird bestimmt nach Kräften helfen. Klingt gut. Also, die waren für mich irgendwie die sinnvollsten. Genghis war ja ganz klar, dass der nicht, dass da nicht irgendwas nicht stimmen kann, nachdem wir die Sachen gefunden haben. Also ich meine, es ist Genghis Khan, verdammt. Der war noch nicht oft für Menschlichkeit bekannt. Nichtbewohner entdeckt. Ausnahmegenehmigung überprüft. Hallo, ich will mit dir reden. Also kamen wir wirklich von einem Raumschiff. Und es gibt noch ein anderes. Warum haben die Beagle und Galatea sich getrennt? Aber das kommt später. Erst müssen wir sie finden. Sie ist nicht in diesem Sternsystem, sonst hätte ich sie entdeckt. Ich studiere seit Jahren Himmelskörper. Keine Spur von einem Raumschiff hier oder im Orbit anderer Planeten. Das Radioteleskop wird jeden Morgen auf eine Standardposition zurückgesetzt. Ich habe mich immer gewundert, warum es auf Bell 5 ausgerichtet ist. Frustrierend. Aber vielleicht sucht die Anlage nach ihrer Schwester. Ja, klingt logisch. Ich kann dir die Koordinaten schicken. Das Bell-System ist in der Nähe. Die Anlage kommuniziert auf einer sicheren Frequenz. Stell sie ein, wenn du ankommst.